hat, dass man die Welt nicht mehr versteht, weil die Polizei ist ja eigentlich auf unserer Seite, denkt man, auf unser Freund und Helfer. Und plötzlich dreht sich das um. Das sind in Vollmontur gekleidete Robocops, die uns bedrohen. Und nicht nur ein paar, das sind Horden. Dieses System hat gelernt, dass alles davon abhängt, dass ich die Leitmedien kontrollieren kann. Diese Lehre ist spätestens im Vietnamkrieg in den USA gezogen worden. Dort gab es riesige Proteste an den Universitäten, es gab Demonstrationen auf den Straßen und es gab die entsprechenden Berichte in den Leitmedien. Anti-war demonstrators protest U.S. involvement in the Vietnam War. Four students were killed by National Guard troops during a campus protest at Kent State University in Ohio. Demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest.